Namaste. Ich möchte diese heutige Yoga-Klasse mit dir unter dem Begriff des Ankommens praktizieren. Und das Ankommen, das hat natürlich eindeutig eine räumliche Dimension. Ja, wir kommen irgendwo an einem Ort oder eben hier auf der Yogamatte oder auf der Unterlage, auf der du gerade bist und im Sitz. Und ich bitte dich, in einem guten und für dich bequemen Sitz anzukommen für diese Praxis. Und wenn du diesen für dich guten und bequemen Sitz entdeckt hast, dann schließe auch gern die Augen. Und so wie die Augen schließen, so dürfen wir ein Stück von der äußeren Welt und den äußeren Räumen, die uns umgeben, loslassen. Und ich möchte dich gleichwohl noch einladen, den Raum, in dem du jetzt bist, zu spüren. Weniger ihn zu sehen mit den Augen, sondern wirklich zu spüren. Die Dinge, die dich umgeben. Und vielleicht die Geräusche, die du jetzt wahrnimmst. Die Gerüche. Und sogar die Luft des Raumes zu spüren, die Luft, die deine Haut streichelt. Dann deinen eigenen Körper zu spüren, deinen physischen Sitz, die Unterlage, auf der du jetzt im Augenblick sitzt. Und so lass dort dein Becken ankommen und lass es ein bisschen tiefer in diese Unterlage hineinsinken. Denn es kann mehr Gewicht dort abgeben. Dann dürfen wir die Erfahrung machen, dass wir von unten eine Stütze bekommen. Unser Becken setzt sich auf die Unterlage und erfährt dadurch eine Stütze und einen Halt. Und mit der Gewissheit, dass wir Halt finden hier in diesem Sitz und jetzt in diesem Moment, an diesem Ort, so können wir uns auch ein bisschen diesem Halt anvertrauen und entspannen. Körperlich über die Hüftgelenke, die weit werden dürfen, und über die Beine, die sich entspannen. Wir dürfen sogar einen Moment der Ruhe finden in diesem Ankommen auf der Erde und auf der Unterlage. Und gleichwohl von dort auch erwachsen nach oben, uns innerlich in eine angenehme Größe aufrichten. Und aus diesem Halt der Erde nach oben streben. Und ich möchte dich einfach einladen, mit ein paar kleinen Bewegungen diesen Sitz noch wohliger und angenehmer werden zu lassen. Und ein guter yogischer Sitz ist einer, in dem wir uns wohlfühlen, der möglichst arm an Anspannung oder Verspannung ist oder Enge. Und der äußerlich ganz durchlässig und frei sein darf. Also ein freier, lebendiger Sitz zum Wohlfühlen. Und ich bitte dich, in diesem Sitz noch einmal anzukommen. Und vielleicht gibt es dafür kleine Bewegungen, die dir gut tun. Vielleicht mag der Rücken sich mal bewegen, der Schulterbereich oder der Nackenbereich. Um dann neuer, feiner anzukommen. Und ein guter Sitz ist auch einer, der der Atmung ermöglicht, dass sie frei fließen kann. Frei von Enge oder einer Kraft oder einem behindernden Moment. Sie kann frei fließen, ganz frei und fein durch den Körper hindurchströmen. So darf auch die Atmung in dir ankommen, in deinem inneren Zuhause. Und wenn wir bei der Atmung bleiben, dann führt uns die Atmung in eine zweite Dimension des Ankommens, neben dem Raum. Denn wir dürfen auch in einem Moment ankommen, in der zeitlichen Dimension. Wir sind hier und jetzt in dieser gemeinsamen Yoga-Praxis und nicht mehr in dem, was hinter uns liegt, an Wegen, die wir gingen, an Erfahrungen, die wir gemacht haben, an Begegnungen mit anderen Menschen, den Aufgaben, denen wir uns widmeten. Das ist alles hinter uns. Und wir dürfen davon auch einen Moment loslassen, und ganz hier in diesem Moment, im Jetzt ankommen. Und dafür ist die Atmung ein sehr schönes Werkzeug, das uns in diesen Moment hineinträgt.
Und wenn du die Atmung jetzt beobachtest, dann versuch das nicht in einem Modus des Wollens und Tuns. Ja, wir können ja die Atmung bestimmen, wir können sie beeinflussen, wir können sie kontrollieren. Das ist jetzt nicht der Modus, den ich mit dir erfahren möchte. Es ist eher ein anderer Modus, ein Modus des Zulassens, dass etwas geschieht. Etwas darf geschehen, auch von selbst. Wir brauchen die Atmung nicht beeinflussen und kontrollieren, wir können sie einfach geschehen lassen. Und brauchen dafür gar nichts tun, als ganz neugierig sie zu beobachten. Und dann entsteht etwas sehr Schönes. Wir sind es nicht mehr, die atmen, sondern wir werden geatmet. Es ist die Atmung selbst, aus der heraus sie sich entfaltet, aus der es einatmet und aus der es ausatmet. Du wirst geatmet. Und es atmet ein und es atmet aus. Und so trägt uns die Atmung ganz in das Hier und Jetzt, denn wir sind jetzt hier und atmen. Wir dürfen diesen Moment, diesen Augenblick ganz bewusst einatmen und ihn begreifen. Und das Vergangene, das hinter uns liegt, ausatmen, um uns davon zu lösen und zu befreien. Und dann auch ein bisschen feiner die Atmung zu spüren und ihren Atemfluss wahrzunehmen. Zu spüren, wohin die Atmung fließt, in welche Atemräume des Körpers. Und es können die vorderen Atemräume sein. Es kann nach oben aufsteigen in den Brustkorb, der sich dort im Einatmen auffächert und im Ausatmen wieder senkt. Kann auch ein bisschen tiefer fließen in den Bauchraum, der einatmend nach vorn kommt. Und ausatmen, sich zurückzieht. Vielleicht sogar noch tiefer in den Beckenraum nach unten. Und manchmal kann die Atmung auch so ein bisschen ganz fein in den Raum des Rückens hineinfließen. Auch dort werden wir geatmet. Nimm also für einen Moment wahr, wohin es atmet. In welchen Raum, in welcher Räume. Und dorthin darf die Atmung ganz genüsslich und frei fließen, ohne Widerstand, ohne etwas zu wollen. Es ist einfach ein Atemfluss, der sich entfaltet. Wir dürfen auch die Gedanken nutzen, um mit ihnen anzukommen in diesem Augenblick und bei uns selbst. Die Gedanken, die uns durch den Kopf gehen, einatmen, sie sehen und dann ausatmen und loslassen. Einatmen und ausatmen. Das ganz bewusst, einmal ganz tief einatmen und ruhig und tief ausatmen. Noch ein zweites Mal. Ich möchte dich dann einladen, die Atmung wieder fließen zu lassen, so wie sie jetzt in diesem Moment sich wohlfühlt. Denn dann ist es genau die richtige Atmung. Wenn sie selbst es ist, die atmet, dann ist es die immer passende Atmung. Und mit dieser Atmung
die ganz frei ist und fein, die Hände vor dem Herz zueinander zu bringen. Und so lass uns gemeinsam diese Yoga-Praxis begehen. Und ich bitte dich, beim nächsten Mal wieder auszuatmen und im Einatmen die Arme über die Seite zu einem großen Bogen nach oben zu heben, mit dem Kopf die Hände zu schließen und ausatmend die Hände vor die Stirn zu bringen, vor den Mund und vor das Herz und ein zweites Mal zu beginnen. Dich dann vor dem eigenen Herzen und vor dir selbst zu verneigen, denn du beginnst diese Yoga-Praxis in diesem Moment ganz für dich und darfst dir dafür auch eine herzliche und liebevolle Qualität schenken. Und wenn du dich aufrichtest, dann öffne bitte sanft wieder die Augen. Wir gehen weiter in den Vierfüßler. Und wenn du hier im Vierfüßler ankommst, dann nutze ihn wirklich mit kleinen Ankommensbewegungen. Es gibt sicherlich die ein oder andere Stelle deines Körpers, die sich jetzt freut, wenn sie sich bewegen darf. Dann lass es für dich entstehen und komm in einem kleinen Bewegungsimpuls für dich an. Das können die Füße und Beine sein, die sich durchbewegen wollen. Es kann das Becken sein, das sich mit ein paar Kreisen bewegt und den unteren Rücken verwöhnt. Und auch der Rücken selbst sein, der sich bewegt. Die Schultern und der Nacken. Schau einfach, was für dich jetzt gut ist und passt. Ich möchte dich bitten, im Anschluss in das Kind zu kommen. Bring dafür bitte die Knie etwas nach außen, die großen Zehen zueinander und dann senk dein Gesäß Richtung Fersen zurück. Das ist eine ganz bequeme Haltung dieses Kindes. Du kannst die Stirn Richtung Erde sinken lassen, dort ankommen. Eine sehr schöne Geste, in der wir uns verneigen zur Erde. Denn sie wartet immer auf uns und gibt uns Halt und Ruhe. Lass ruhig die Arme vorn. Und wenn du es ein bisschen aktiver magst, dann komm einfach auf die Fingerkuppen. Das ist ein kleiner Unterschied in der Kraft, in denen die Schultern jetzt sind. Und du kannst mit den Fingerkuppen ganz sanft nach vorn krabbeln und dich richtig schön ausstrecken und in den Seiten dehnen. Und jetzt bitte ich dich, die Atmung im Raum des Rückens ankommen zu lassen. Und wenn wir dorthin atmen, in diesen Rückenraum, dann erfahren wir, dass der Rücken sich ganz sanft aufplustert, wenn wir einatmen. Und dieses Gefühl des Aufplusterns darf durch den gesamten Rücken strömen, auch in den unteren Rücken, auch Richtung Nieren. Atme gerne noch einmal ganz angenehm und durch den gesamten Rücken hindurch. Und senke dann die Hände wieder zurück zu einer Unterlage und komm bitte in den Vierfüßler hoch. Die Knie wieder unter die Hüftgelenke, die Hände dorthin, wo sie sich jetzt wohlfühlen, die Finger auffächern. Und ich bitte dich, in den Katzenbuckel dich einzurollen. Der Katzenbuckel ist ein sehr schöner, runder Rücken. Heb dafür den Bauchnabel hoch, heb deine Flanken hoch, heb dich aus den Schultern nach oben und schau Richtung Becken. Es ist die gesamte Rückseite gedehnt und weit und groß. Und ich bitte dich jetzt, dein Becken, nur dein Becken nach vorn auszukippen, wie eine Schale, kannst du dir das vorstellen. Und da spürst du, dass der untere Rücken einsinkt, während er mit dieser eintauchenden Bewegung wirbelweise ganz langsam nach vorn Richtung Schultern. Vom Becken Richtung Schultern eintauchen, die Schulterblätter zueinander führen und dann den Kopf langsam heben und den Blick nach vorn bringen. Dann hebt dich etwas aus den Schultern wieder heraus und es ist ein Pferderücken, in dem wir jetzt sind. Und hier kommst du zurück in das Kind. Lass dein Gesäß zurücksinken.
kommst dann mit einem Rundrücken wieder nach oben in den Katzenbuckel, du rollst dich ein, kommst weiter zum Pferderücken, diese ganz weiche Massagebewegung und zurück zum Kind. Und mach das in deinem eigenen Fluss. So entsteht ein sehr harmonischer, fließender Moment. Ein sehr schöner Moment, in dem der Rücken sich mobilisieren kann. Und natürlich darf die Atmung hier folgen. Die Einatmung entstehen nach oben in den Katzenbuckel und den Pferderücken. Das ist alles ein langer, feiner Einatmzug. Und dann kommt die Ausatmung zurück zum Kind. Wenn die Atmung dann ein bisschen Zeit dafür braucht, dann gib ihr die Zeit. Und was du sicherlich merkst, ist, dass die Einatmung ein bisschen länger ist. Das ist ja eine Bewegung von zwei Momenten, vom Katzenbuckel zum Pferderücken. Die Ausatmung wird dann etwas kürzer, denn der Weg zum Kind ist ja ein direkter Weg. Und wenn du magst, dann kannst du das Ganze harmonisieren oder gleichmäßiger werden lassen. Dich dann in der nächsten Runde noch einmal aufzutauchen. Und wir werden dort mit dem Ausatmen das erste Mal den abwärts schauenden Hund kontaktieren. So ein kleines Kennenlernen in diesem ersten Asana, in dieser Stunde. Das erste Mal, dass wir hier sind. Und ich bitte dich, dieses Ankommen nicht als eine statische Erfahrung zu machen, also sofort anzukommen, sondern eher über Bewegungen in diesem Asana anzukommen. Und dann beobachte einfach für dich, wo jetzt Bewegungen gut tun. Ja, wir sind immer gerne dabei, die Beine zu bewegen und eigentlich nur die Beine, aber es kann sich viel mehr bewegen. Auch dein Becken kann sich bewegen, kann mal in die Seiten eintauchen. Der Rücken kann sich bewegen, die Schultern, der Nacken und der Kopf und alles darf sich einmal durchreckeln. Und wenn du das nächste Mal ausatmest, dann finde eine Form für dich in diesem abwärts schauenden Hund. Einatmen, bringst du die Knie zur Erde, kommst im Katzenbuckel an, fließt dann weiter zum Pferderücken. Und kommst ausatmend in das Kind zurück. Und das ist der neue Atem- und Bewegungsfluss. Einatmend nach oben, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmend der abwärts schauende Hund. Und dann beobachte, wo es sich streckt, wo etwas dehnt, wo es Kraft braucht. Komm einatmend wieder zurück, der Katzenbuckel, der Pferderücken. Ausatmend das Kind. Einatmen wieder nach oben, in einen ganz weichen Bewegungsfluss auftauchen. Ausatmen, kommst du in den abwärts schauenden Hund. Und bleibst hier wieder einen Moment, drückst die Hände in die Unterlage nach unten, findest dort Halt, schiebst dein Becken hoch, streckst den Rücken lang und lässt die Außenseiten der Fersen etwas tiefer sinken. Mit dem nächsten Einatmen kommst du in den hohen Liegestütz nach vorn. Das ist ein anderer Asana, andere Kraft. Ausatmen, wieder zurückschieben in den Hund. Einatmen nach vorn kommen, in den Liegestütz. Und ausatmen, wieder zurückschieben in den Hund. Noch einmal nach vorn kommen mit dem Einatmen. Und hier einen Moment bleiben und durchatmen, die Hände nach unten drücken, die Fersen wegschieben, den Scheitel nach vorn fließen lassen. Mit dem nächsten Ausatmen kommst du zur Erde, kannst du die Knie ablegen, dann das Brustbein. Dann dein Becken. Und so leg die Füße bitte lang ab, die Beine. Roll dein Becken ein klein bisschen ein, sodass der untere Rücken lang wird. Versetz die Hände etwas nach hinten, Richtung unteren Rippenbögen. Roll die Schultern weich zurück. Und wenn du das nächste Mal einatmest, dann hebst du dich in eine kleine Rückbeuge mit dem Oberkörper hoch. Und wenn du ausatmest, kommst du wieder zurück Richtung Yogamatte oder Richtung Erde. Mach das für dich weiter, bitte.
Du kannst erfahren, wie die Einatmung im Heben entsteht, wie wir die Rückseite zentrieren und mit dem Ausatmen einen Teil dieser Kraft wieder loslassen. Wenn du mehr in die Rückseite gehen möchtest, sie mehr aktivieren möchtest, dann kannst du mit dem nächsten Einatmen auch die Beine heben und dann hebst du sie über die Innenseiten der Oberschenkel nach oben. So, also einatmend Beine und Oberkörper an und legst dich ausatmend zurück. Beginne eine neue Runde. Und komm dann wieder zurück. Heb nur den Oberkörper einatmend etwas an. Und komm ausatmend zurück in den abwärtsschauenden Hund. Einatmend die Knie beugst du, legst du sie zur Erde ab, kommst im Katzenbuckel an, dann zum Pferderücken. Und ausatmend zum Kind. Einatmend wieder nach oben kommen in den Katzenbuckel, im Pferderücken. Ausatmend zum abwärtsschauenden Hund hochstrecken. Einatmen in den Liegestütz fließen und ausatmen zur Erde gleiten. Einatmen in die Rückborge auftauchen, ausatmen zurück in den abwärtsschauenden Hund. Und dann kommst du mit den Füßen nach vorn gelaufen und atmest auf dem Weg dorthin ein und atmest aus und verbeugst dich weich nach unten. Mal einatmen in die halbe Vorborge kommen, in das lange Rücken. Und ausatmen ganz weich verneigen zur Erde. Einatmen, kommst du in einer Hocke nach oben und hebst die Arme hoch. In dieser Hocke bitte ich dich, die Aufmerksamkeit noch einmal zu den Füßen zu bringen. Das Gewicht so zu orientieren, dass du sowohl hinten auf den Fersen als auch vorne auf den Zehenballen stehst, also gleichmäßig verteilt bist. Du kannst dir vorstellen, du ziehst die Füße und Beine etwas aufeinander zu und es gibt ein bisschen mehr Halt in den Beinen, ein bisschen mehr Kraft. Und so tragen dich die Beine, Oberkörper kann sich entspannen und so räkel dich bitte nach oben mit einer Hand nach der anderen. Und stell dir vor, du ziehst dich hoch. Und dann zieh dich wirklich hoch, komm Schritt für Schritt höher in den Stand. Und ganz hoch räkeln, nochmal ganz groß ausstrecken. Und dann bringst du die Hände vor dem Herz zueinander. Beugst die Knie an, tauchst mit den Fingerkuppen Richtung Knie ein und kommst einatmend über vorne nach oben, streckst dich hoch, öffnest die Arme und atmest aus und verneigst dich nach unten. Atmest ein, streckst dich nach vorn, die halbe Vorbeuge, atmest aus und verneigst dich noch einmal vor dir. Einatmend kommst du wieder hoch über die Hocke nach oben und dann ziehst du dich in den Stand. Ausatmend bringst du die Hände zum Herz. Ein, die Knie beugen, nach vorn auftauchen. Ausatmend verneigen nach unten. Einatmen in die halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen in die ganze Vorbeuge eintauchen. Jetzt bringst du den rechten Fuß großen Schritt einatmend nach hinten, hebst dann den Blick. Ausatmen folgt der linke Fuß, du schiebst dich zurück in den Hund. Einatmen kommst du in den Katzenbuckel nach unten. Zum Pferderücken und ausatmend zum Kind. Einatmend wieder auftauchen in den Katzenbuckel, den Pferderücken, ausatmend in den abwärtsschauenden Hund hochkommen, einatmend in den Liegestütz nach vorn und ausatmend zur Erde. Einatmend in die Rückbeuge nach oben, ausatmend in den abwärtsschauenden Hund. Einatmen, kommst du mit dem rechten Fuß nach vorn, hebst den Blick an. Ausatmen folgt der linke Fuß, du verbeugst dich zur Erde. Einatmen, kommst du in die halbe Vorbeuge nach vorn. Ausatmen, verbeugst du dich nach unten. Einatmen, kommst du über die Hocke nach oben, richtest dich auf. Ausatmen, bringst du die Hände zum Herz. Einatmen, die Knie beugen, wieder nach oben kommen. Ausatmend verneigen nach unten, die ganze Vorbeuge. Einatmen in die halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen in die ganze Vorbeuge verneigen.
Einatmen, linken Fuß einen großen, ruhigen Schritt zurück, den Blick heben am Ende. Ausatmen, den rechten Fuß nach hinten bringen zum Hund. Einatmen in den Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen zum Kind. Einatmen nach oben kommen in den Katzenbuckel. Den Pferderücken. Ausatmen in den abwärts schauenden Hund hochstrecken. Lass die Außenseiten der Fersen sinken. Einatmen in den Liegestütz. Ausatmen zur Erde. Einatmen in die Rückbeuge nach oben. Ausatmen zurück in den Hund. Einatmen den linken Fuß nach vorn orientieren. Den Blick heben. Ausatmen rechten Fuß nach vorn. Die Vorbeuge. Einatmen die halbe Vorbeuge. Ausatmen die ganze Vorbeuge. Einatmen nach oben auftauchen. Zieh dich ganz hoch nach oben. Ausatmen, bring die Hände zum Herz. Ein, die Knie beugen, wieder nach oben kommen, den Boden wegdrücken. Ausatmen in die Vorbeuge, nach unten eintauchen. Einatmen in die halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen die ganze Vorbeuge. Einatmen rechten Fuß einen großen Schritt zurück, den Blick heben am Ende. Ausatmen den linken Fuß zurück zum Hund kommen. Einatmen in den Katzenbuckel. Den Pferderücken. Ausatmen zum Kind. Einatmen nach oben kommen. Durch diese weiche Wellenbewegung fließen. Ausatmen in den abwärts schauenden Hund kommen. Hier kurz innehalten, hier bitte ich dich, die Hände nach unten zu drücken, das Becken hochzuschieben, das rechte Bein zu heben. Jetzt senke die rechte Seite ganz lang, drück die rechte Hand nach unten, zieh deine rechte Ferse hoch, ganz lang in der rechten Seite, lass die linke Ferse sinken. Atme aus und atme ein in den Liegestütz. Atme aus zur Erde, kannst du das rechte Bein gerne ablegen oder halten, einatmen an der Rückbeuge nach oben. Ausatmen, schieb dich zurück in diesen dreibeinigen, abwärts schauenden Hund. Hier hältst du an, hier winkelst du dein rechtes Knie, schiebst den Fuß ganz nach oben und oben nach links, zur linken Seite. Rechte Hüfte kommt hoch über die linke. Jetzt wird die linke Hand schwer, die richtig in die Matte drücken. Rechte Hand, wenn du magst, auf die Fingerkuppen ziehen. Tief durch die rechte Seite durchatmen, durch diese Flanke. Dann schaust du nach vorn Richtung Hände und bringst den rechten Fuß dorthin. Jetzt drehst du das hintere Bein auswärts, dann kommt die Ferse nach innen und setzt sich ab. Die Fersen können sich ungefähr in eine gemeinsame Linie orientieren. Du hebst die Zehen hoch im vorderen und hinteren Fuß, alle Zehen hochziehen. Das aktiviert die Beinmuskulatur. Lass die aktiv und zentriert und senk die Zehen zurück nach unten. Und dann stützt du dich mit dem rechten Unterarm kurz hinter dem Knie auf. Das ist ein Punkt, da beginnt noch nicht der Oberschenkel, denn der ist in der Muskulatur druckintensiv und sensitiv. Und du kannst dich kurz hinter dem Knie aufstützen, aber noch nicht der Oberschenkel beginnt. Du drehst den Oberkörper nach links auf und streckst den linken Arm über dem Kopf aus. Das ist Parashvakonasana. Die seitliche Winkelhaltung. Wir strecken hier die linke Seite und dann denkt ihr eine ganz große Linie von der Außenseite des linken Fußes über das Bein zur linken Hüfte, zur linken Flanke, zur Schulter. Von der Schulter durch den Arm in die Fingerspitzen. Und ich bitte dich, diese gesamte Linie noch weiter auszustrecken, dich ganz groß zu machen. Den Beckenboden zu schließen, den Bauchnabel etwas einzusaugen. Und wenn du magst, du kannst dich gut auf dem Oberschenkel aufstützen oder eben das Gewicht etwas lösen. Dann brauchst du mehr Kraft und bekommst mehr Stabilität zurück. Noch einmal tief durchatmen. Und dann richte dich bitte langsam nach oben auf. Und so wie du dich aufrichtest, bringst du die Arme zur Seite. Einatmen, hebst du die Schultern hoch und senkst sie ausatmend wieder ab. Bring den Blick zum rechten Arm. Mal kurz zum rechten Knie nach unten. Es hat immer gerne die Tendenz, nach innen zu kommen. Bitte dich, das Knie in die Richtung deiner Fußzehen zu orientieren, von dir weg. Gut, den Blick wieder über den Arm in die Ferne bringen. Und lass uns hier ankommen.
jetzt in dieser Haltung, dieser physischen Haltung auf der Erde verankert, den Beinen gestützt und getragen, dem Oberkörper tendenziell eher leichter und freier, mit dem Geist, sei ganz hier fokussiert, ganz bei dir, und mit der Atmung. Jetzt senkst du den hinteren, den linken Arm nach unten, stützt dich auf, drehst den rechten Arm auswärts und streckst den rechten Arm hoch. Und streck dich richtig schön nach oben aus, über die Fingerspitzen. Atme ein und atme aus und neig dich nach links. Jetzt dehnt sich die gesamte rechte Flanke. Schick hier die Atmung hin, in diese Weite der rechten Seite. Stell dir vor, dass du sie auffächerst, diese Flanke. Und dann kommst du langsam wieder zurück. Ziehst dich ein Stück nach vorn. Bringst jetzt entweder den rechten Unterarm wieder kurz hinter das Knie an den Oberschenkel oder die rechte Hand nach unten etwas tiefer außen neben dem rechten Fuß, da wo du dich jetzt komfortabel fühlst. Streckst den linken Arm über den Kopf aus, streckst noch einmal die gesamte linke Seite groß und lang. Dann ist es getan. Wir kommen zurück zur Yogamatte, bringst du die Hände zurück, stellst den hinteren Fuß auf und kommst zurück in den Hund. Und komm hier an mit der Atmung, ganz tief ein- und ausatmen und mit der Bewegung räkel dich in diesen abwärts schauenden Hund. Wenn du Bewegungen magst, dann kommst du in den Vinyasa, kommst du einatmen in den Liegestütz, wenn nicht, bleibst du im Hund. Im Liegestütz bist, ausatmen zur Erde, einatmen in die Rückbeuge, ausatmen zurück in den Hund. Und nochmal durchatmen, durchbewegen. Und dann kommst du in den Katzenbuckel nach unten, atmest ein, dann zum Pferderücken und atmest aus zum Kind. Und hier gibt es eine ganz kleine Pause, also machst du dir ganz, ganz gemütlich bitte hier im Kind. Wir sind angekommen. Eine Sequenz liegt hinter uns. Und so hat sich etwas verändert in der Körperwahrnehmung. Wir sind wärmer geworden, aktiver. Das Herz schlägt schneller. Die Atmung ist neu, ist anders. Und so lass sie wieder durch den Rücken fließen. Ganz tief durchatmen. Komm an bei dir, im Hier und Jetzt. Mit einem neuen, erfrischenden Atemzug machen wir uns bereit für die zweite Runde. Bring die Hände wieder nach vorn. So kannst du gern wieder auf die Fingerkuppen kommen und mit den Fingerkuppen nach vorn laufen, dich ausstrecken in den Flanken. Dann kommst du mit dem Einatmen hoch, senkst die Hände ab, zum Pferderücken, die Knie unter die Hüfte. Ausatmen zum abwärts schauenden Hund, räkel dich lang, streck dich lang. Einatmen bringst du den linken Fuß nach oben und ausatmen lässt du die rechte Ferse sinken. Dann streck dich ganz lange der linken Seite, atme ein in den Liegestütz und atme aus zur Erde. Ein in die Rückbeuge. Aus, zurück in den dreibeinigen, abwärts schauenden Hund. Und hier beugst du dein linkes Knie an, schiebst den Fuß richtig hoch, na, ein bisschen höher und oben nach rechts. Es kommt die linke Hüfte hoch über die rechte. Die rechte Ferse kann sich senken, rechte Hand auffächern, in die Unterlage drücken, linke Hand vielleicht auf die Fingerkuppen, schaust du unter der linken Achsel zur Seite, atmest tief durch, schaust dann nach vorn und bringst den Fuß nach vorn. Gut, so. Jetzt drehst du das rechte Bein auswärts und kannst die Fersen ungefähr wieder in eine gemeinsame Linie orientieren. Hebst die Zehen hoch, alle 10 Zehen. Lass die Beinmuskeln aktiv, drückst die Füße in die Erde,
auch mit den Außenseiten und Großzehen. Ballen, senkst die Zehen zurück und kommst zu Parshvakonasana, diese zweite Seite. Den linken Unterarm kurz hinter dem Knie aufstützen. Dreh dich nach rechts und streck den rechten Arm über den Kopf aus. Jetzt denk dir diese ganz große Linie von der rechten Seite, von dem Außenknöchel über das rechte Bein zur Hüfte. Von der Hüfte durch die Flanke zur Schulter, von der rechten Schulter durch den Arm in die Fingerspitzen. Ich bitte dich, diese Flanke und diese gesamte rechte Linie etwas mehr auszustrecken. Ganz groß zu werden. Den Beckenboden zu schließen, den Bauchnabel etwas nach innen zu integrieren und trotzdem der Atmung Raum zu geben. Lass sie immer wieder ankommen. Vielleicht magst du dich gut auf dem Oberschenkel aufstützen, vielleicht ein bisschen weniger aufstützen, dann brauchst du mehr Halt. Vielleicht mal den Arm kurz lösen, gucken, was geschieht. Dann drück den Fuß nach unten und richte dich hier wieder auf, nach oben. So. Lass die Arme ausbreiten. Einatmen, hebst du die Schultern hoch. Ausatmen, legst du sie ab und legst auch die Arme in der Luft ab. Jetzt schaust du über den linken Arm nach vorn, schaust einmal kurz zum Knie, orientiert das wieder in der Linie genau nach vorne von dir weg. Und dann wende den Blick in eine gefühlte Ferne. Nimm dir die Zeit, hier anzukommen, in diesem Asana. Ganz für dich selbst, ganz in diesem Augenblick. Mit allen Sinnen, aller Aufmerksamkeit. Einfach hier sein. Jetzt senk langsam den rechten Arm nach unten an das Bein, um dich dort aufzustützen. Dreh den linken Arm auswärts und streck dich hoch über die linke Seite ganz groß. Richtig groß ausstrecken. Hier schon der linken Seite ganz viel Raum geben. Jetzt neigst du dich nach rechts. Schau, wie weit es für dich gut ist. Dann spürst du die linke Seite, die sich dehnt. Schick dort die Atmung in den linken Teil des Brustkorbs. Und stell dir vor, du fächerst ihn auf, wenn du atmest. Und dann kommst du nach einem neuen, tiefen Atemzug langsam wieder hoch und bewahre dir die Länge der linken Flanke. Bleib hier ganz lang, zieh dich nach vorn, ganz lang in der linken Seite, stütz entweder den Unterarm am Oberschenkelansatz auf oder bring die Hand nach unten zum Boden. Dann streck den rechten Arm wieder über dir aus. Jetzt beide Seiten ganz lang atmen. Und noch einmal tief durchatmen. Und dann ist es getan. Kommst du zurück zur Yogamatte und zurück in den abwärtsschauenden Hund. Und auch hier wieder ankommen mit der Atmung, mit Bewegungen, die dir gut tun. Räkel dich lang, streck dich aus. Einatmen, ein Liegestütz nach vorn. Ausatmen, der Weg zur Erde. Einatmen, in die Rückbeuge auftauchen. Ausatmen, zurück in den abwärtsschauenden Hund strecken. Und einatmen, in den Vierfüßler kommen. Und dann nutz ihn und beweg dich noch einmal gut durch. Wir sind warm, wir dürfen uns jetzt bewegen und räkeln. Wir gehen jetzt weiter in eine Drehsequenz, etwas sanfter wieder werdend. Bitte dich, den linken Arm gut also die linke Hand gut aufzufächern, die Hand in die Matte zu integrieren. Und wenn du einatmest, dann bring den rechten Arm über die Seite hoch, dreh dich nach rechts. Wenn du ausatmest, schiebst du die Hand nach links. Mach das für dich weiter. Du kannst mit jedem Ausatmen die Hand etwas weiter in eine andere Richtung schieben. Das sind immer wieder neue, schöne Impulse für den Oberkörper. Und auch schon mal mit der rechten Schulter immer ein bisschen tiefer kommen Richtung Yogamatte.
denn wir werden uns dort gleich im Schulterbereich ablegen. Wenn du also soweit bist, in der nächsten Runde, dann bring die rechte Schulter sanft zur Erde. Und es kann sein, dass die Erde jetzt einfach zu tief ist. Dann nutz einfach eine Unterlage, vielleicht das Sitzkissen von eben. Dann kannst du die unter die Schulter ziehen, sodass du den Kopf mit drauf ablegen kannst. Und dann bitte ich dich, hier anzukommen. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten für den linken Arm. Du kannst die Hand auf Höhe des Gesichts etwas von dir weg aufstellen und nach unten drücken. Und dann kannst du dich in die Drehung ziehen, wenn du das jetzt intensivieren möchtest. Oder wenn du etwas entspannter und länger werden möchtest, dann bringst du die linke Hand von dir weg und lässt dich hier in diese Länge hineinschmelzen. Mach es für dich gut. Ist deine Yoga-Praxis. Komm dort an, wo du wirklich ankommen möchtest. Und dann lass dich in diese Haltung hineinatmen. Um dich dann bereit zu machen und wieder zurückzukehren zum Vierfüßler. Mach das auf deinem eigenen Weg, bitte. Wenn du hier bist im Vierfüßler, dann musst du gerne Bewegungen dir jetzt gut tun, die es jetzt auch braucht. Und für die zweite Runde fächerst du die Finger der rechten Hand auf, drückst die Hand in die Erde und bringst im Einatmen den linken Arm über die Seite nach oben und ausatmend drehst du dich nach rechts an. Mach es auch hier für dich weiter. Ohne großen Anspruch, ohne große Kraft oder die Häufigkeit der Wiederholungen zu bedenken. Lass es einfach entstehen. Und finde eine Harmonie aus Atmen und Bewegen. Auch hier kannst du den Arm jedes Mal in eine andere Richtung schieben, wenn du ausatmest. Und schon mal mit der linken Schulter näher zur Erde kommen. Denn wir werden uns auch hier in der nächsten Runde ablegen. Und es kann sein, dass Seiten unterschiedlich sind. Vielleicht magst du jetzt eine Unterlage unter der Schulter, vielleicht etwas anpassen auch. Rechte Hand entweder vor der Höhe des Gesichtes aufstützen, sodass du dich drehen kannst. Oder wenn du dich eher entspannen möchtest, dann bringst du den rechten Arm von dir weg nach vorn. Dann atme dich in diese Haltung. Dich auch hier wieder bereit zu machen und langsam zurückzukehren. Wenn du im Vierfüßler ankommst, dann nutze ihn wieder für die Bewegungen, die jetzt eine Wohltat sein dürfen. Und dann bring dein Becken ein kleines Stück Richtung Fersen, also nicht ganz dorthin, aber so eine kleine Wegstrecke Richtung Fersen. Wandere dann Schritt für Schritt mit den Händen nach vorn und dann tauch mit der Stirn zur Unterlage ein
Du kannst gern die Arme ablegen und die Schultern mehr Weite mögen, dann bring die Hände näher zueinander. Und lass dich in diese Haltung hineinschmelzen. Das ist schon eine Haltung, die den Rücken angenehm streckt. Und dabei darf dein Brustbein peu à peu Richtung Unterlage schmelzen. Und da es jetzt gar nicht mehr so viel zu tun gibt, hast du mehr Zeit für dich, um dich zu spüren, was hier geschieht in diesem Asana. Und auch immer wieder die Atmung ankommen zu lassen. Und wohin atmet sie jetzt? Beobachte das. Und wahrscheinlich ist es eher der Bauchraum, der jetzt geatmet wird. Lass sie dort ganz genüsslich, ganz fein und tief hineinströmen. Und dann komm auch hier in deinem Tempo langsam zurück zum Vierfüßler. Entdeck dort noch einmal für dich das, was es an Bewegungen jetzt braucht. Wir legen wieder eine kleine Pause im Kind ein. Und das kannst du gerne für dich ganz gemütlich machen. Vielleicht die Knie etwas nach außen und die großen Zehen zueinander. Das Gesäß zurückfließen lassen zu den Fersen. Die Hände vorn oder als Kissen unter die Stirn oder Richtung Füße. Nimm dir Zeit, um hier wieder anzukommen, bei dir selber. Und so darf ganz spürbar auch die Atmung im Raum des Rückens ankommen, ihn liebevoll aufplustern und massieren. Ich möchte dich einladen, diese Verbundenheit und Nähe zu dir selber zu bewahren. Das Gefühl, dass du ganz nah bei dir bist in diesem Moment. Dass du so sein kannst, wie es jetzt ist. Nimm das mit nach oben zum Sitzen. Und wechsel hier bitte in die Rückenlage. Und wenn du in der Rückenlage ankommst, dann räkel dich ganz groß und streck dich ganz lang aus. Wir brauchen jetzt etwas Platz in die Seiten. Und wenn du den Platz hast, dann leg die Arme einfach seitlich zur Erde und stell einen Fuß nach dem anderen auf. Wir gehen in eine gemeinsame Drehhaltung im Liegen. Versetz dafür bitte dein Becken an der gefüllte halbe Breite nach rechts. Und lass dann deine Knie behutsam nach links sinken. Und dann mach es für dich bitte gut. Komm dort an, wo du ankommen möchtest und wo du dich wohlfühlst. Das kann bedeuten, dass du eine Unterlage unter die Knie nimmst oder zwischen die Knie weiter ranziehst oder weiter wegbringst. Und es gibt eine kleine Veränderung im unteren Rücken, sodass er sich wirklich wohlfühlen kann.
Wenn du den Kopf wenden möchtest, dann versetze ihn erst ein Stück nach links und wende ihn dann nach rechts. Und du kannst gern die Augen schließen. Es gibt gar nicht so viel, was wir jetzt suchen müssen. Wir dürfen ankommen und spüren, wie es sich anfühlt. Fühlen sich die Beine wohl? Wie fühlt sich dein Becken an? Dein Rumpf und der untere Rücken, passt es dort? Wie fühlt sich der obere Rücken und der Brustkorb an? Die beiden Schultern, die Arme. Passt es für den Nacken? Ist der Kopf wohl positioniert? Und wenn alles passt und gut ist, dann lass dich hineinschmelzen. Dann ist es genau die richtige Haltung. Und dann wende dich deiner Atmung zu, um zu spüren, wohin sie jetzt fließt und wo sich Atemräume entfalten. Lass es noch einmal ganz genüsslich dort hineinatmen. Und komm dann peu à peu zurück zur Mitte, bitte. Wenn du in der Mitte der Yogamatte angekommen bist, dann nutz Bewegungen, die dir jetzt an dieser Stelle gut tun. Und dann wechsel mit dem Becken im Anschluss eine halbe Breite nach links. Und lass deine Knie in Ruhe nach rechts sinken. Auch hier kannst du dir alles einrichten, so wie es für dich jetzt passt und bequem wird. Mit Unterlagen unter oder zwischen den Knien. Die Knie weiter heranziehen oder weiter wegbringen, sodass es im unteren Rücken ein Wohlgefühl bedeutet. Und wenn du soweit bist, wenn es passt, dann schließ die Augen. Und spüre, wie es ist, wie es sich anfühlt. Seiten dürfen unterschiedlich sein. So ist es eine ganz neue Erfahrung, die wir hier machen. Auch in den Beinen, im Becken, im Rumpf, im oberen Körper, im Brustkorb und den Schultern und Armen und im Nacken. Und wenn auch hier sich alles wohlfühlt, dann lädt es dich ein, zu verweilen. Lass dich hineinfließen. Und lausche der Atmung und folge ihr in die neuen Atemräume auf dieser Seite.
Dann komm auch hier nach dem neuen Hineinatmen langsam zurück zur Mitte. Und in der Mitte bitte ich dich, ankommt, die Knie zu umarmen. Das ist Apanasana, eine sehr, sehr sanfte, schöne Haltung, die den Rücken verwöhnt. Und das kannst du gerne mit kleinen Schaukelbewegungen kultivieren und ihn massieren. Aber natürlich auch dich selbst umarmen. Dich annehmen, so wie du jetzt in diesem Augenblick bist. Und dann greif dir die Knie einzeln. Und wenn du einatmest, bringst du die Knie ein Stück nach vorn. Wenn du ausatmest, führst du sie liebevoll zu dir heran, um es weiterfließen zu lassen in diese Bewegungen. Und dann lass nicht das eine über das andere bestimmen, sondern harmonisiere Atmen und Bewegen miteinander. Beides fließt ineinander. Und vielleicht wird es eine fließende Atembewegung. Manchmal gibt es auch eine kleine Pause in der Einatemfülle oder in der Ausatemleere. Da könntest du dort die Stirn Richtung Knie führen, wenn du das magst. Bitte dich, bei dem nächsten Einatmen die Füße wieder aufzustellen und dir einen ruhigen Weg nach oben zum Sitzen zu suchen. Wir werden jetzt ein paar Minuten im Sitzen bleiben, also darf es wirklich ein guter und bequemer Sitz werden. Wenn du diesen Sitz für dich entdeckt hast, dann schließe die Augen. Also schließt sich auch dieser Bogen dieser gemeinsamen Yoga-Praxis. Wir haben es im Sitzen begonnen und sind wieder angekommen im Sitzen. Es ist ein ähnlicher Sitz wahrscheinlich wie vorhin auch. Und doch ist er anders. Denn es hat sich viel verändert. Wir haben einiges getan. Das hat ein anderes Körpergefühl bedeutet. Auch der Körper hat sich verändert. Hat sich in der Muskulatur und den Gewebsstrukturen angepasst. Die Atmung ist sicherlich eine andere jetzt geworden. Und du fühlst dich wahrscheinlich auch anders als zu Beginn. Und doch ist eben der Sitz gleich geblieben. Und auch die Unterlage unter dir ist die gleiche. Ich möchte dich einladen, für die nächsten Momente der Atmung wieder zu folgen. Lass sie hier ankommen, hier in dir, in diesem Augenblick. Um wieder nicht etwas zu wollen, die Atmung nicht zu kontrollieren oder zu lenken, sondern ganz einfach zu beobachten, wie es jetzt aus sich selbst heraus atmet. Wie es einatmet und ausatmet. Du wirst geatmet. Es atmet dich.
Das atmet ein und es atmet aus. Und so ist die Atmung ein Werkzeug, das dich immer wieder zu dir zurückbringt. Denn wenn du atmest und es spürst, dann bist du ganz nah bei dir und ganz in diesem Moment verankert, im Hier und Jetzt. Wenn wir atmen und den Atemfluss spüren, dann spüren wir den Atemfluss, wie er durch die Nase nach innen in die Lungen strömt. Das ist ein sehr frischer, erfrischender Atemzug und auch etwas kühler als die Ausatmung, die wieder zurückströmt nach außen. Das ist ein feiner Temperaturunterschied. Und beobachte, wohin diese kühlende, erfrischende Atemluft strömt. Das ist jetzt eher der Brustraum. Oder eher der Bauchraum. Vielleicht auch etwas der Rückenraum. Lass es natürlich in diese Räume atmen. So wie es jetzt in diesem Moment passt. Dürfen wir in diesem Moment auch einen neuen Raum in uns entdecken. Einen Raum der Stille. Ein Raum, der sich über die Atmung öffnet. Nicht über den Verstand. Wir können diesen Raum nicht denken, nicht analysieren, nicht mit dem Geist aufbauen. Wir können es aus der Atmung heraus sich öffnen lassen. Es atmet ein in einen Moment der Stille. Und es atmet aus in einen Moment der Stille. Und so entfaltet sich dieser innere Raum der Stille. Er wird größer, größer als wir selbst es sind. Einatmen in die Stille. Ausatmen in die Stille.
Wir dürfen aus dieser Yogastunde die Erfahrung mitnehmen, dass die Atmung uns trägt. Sie trägt uns unser ganzes Leben lang. Und sie ist ein sehr schönes Werkzeug, das wir nutzen können, um immer wieder zu uns selbst zurückzukehren und im Moment anzukommen. Ein Moment, in dem wir sind und auch sein dürfen. Ein Moment, in dem wir ganz im Jetzt sind und das Vergangene loslassen dürfen. Um aus diesem inneren Raum wieder aufzutauchen, darf der eigene Körper wieder spürbar werden, seine Struktur. Die Knochen, die Gelenke, die Muskeln, die Haut, der Sitz, in dem wir sind, die Erde, die wir berühren, der Raum, in dem du bist, darf spürbar werden. Seine Klänge, Geräusche, seine Düfte, seine Luft. Wir kommen wieder zurück in die Welt. Und auf diesem Weg bitte ich dich, die Hände vor dem Herz zueinander zu bringen. Beim nächsten Mal tiefer auszuatmen. Und mit dem Einatmen die Arme über die Seite hoch zu öffnen, ganz liebevoll und groß nach oben. Ausatmen die Hände zueinander und zur Stirn zu senken, zum Mund und zum Herz. Und ein zweites Mal liebevoll zu beginnen. Um dich dann vor dir selbst und vor deinem Herzen zu verneigen, auch mit einem Danke, dass du Zeit fandest für diesen Moment und für dich selbst. Um dich dann wieder aufzurichten. Und ich danke dir für die gemeinsame Zeit in dieser Stunde. Namaste.